Sonntag, 14. Januar 2009, 18 Uhr, im Rechtsmedizinischen Institut Hannover, Labor 7. Wenn man nachher nochmal kontrolliert, dann können Sie so, Leute, gleich ist Feierabend. Alle Proben versiegeln und aufräumen. Sind Sie die Chemikerin, Dr. Henriette Schlüter? Ja. Und wer sind Sie? Was machen Sie in meinem Labor? Ich habe einige Fragen. Reich gesichert. Was soll das? Was haben die Leute hier zu suchen? Mein Ausweis. Konrad von Esch? Ma'am? Ich habe die Probe gefunden. Hey! Finger weg! Das Zeug ist gefährlich! Sehe ich das richtig? Ist das der Inhalt aus der Spritze? Der Pfleger Sebastian Kernhoff. In Bad Harzburg? Fall Hexensabbat. Sie können mir folgen? Ja. Woher wissen Sie das? Das spielt keine Rolle. Was haben Sie herausgefunden? Ich bin nicht befugt. Sie sind. Schauen Sie sich meinen Ausweis genauer an. Oh, ich... Natürlich. Hier ist ein weiteres Labor. Alles dunkel. Gehen Sie nicht da rein. Gute Wort. Bleiben Sie, wo Sie sind. Also, Schlüter. In der Spritze befand sich ein unbekannter Stoff. Wir haben ihn untersucht, aber nichts Verdächtiges bemerkt. Wir injizierten ihn einer Ratte, um die Wirkung auf lebende Organismen zu untersuchen. Was ist passiert? Bleiben Sie auf Posten, Engels. Jawohl. Naja, die Ratte veränderte sich. In ihren Extremitäten bildeten sich die Knochen zurück und Geschwülste entstanden. Wir vermuten einen Tumorauslöser. Wieso kamen Sie auf die Idee mit der Ratte? Wegen Herrn Kranhold. Sehen Sie selbst. Passieren lassen, Herr von Esch? Lassen Sie die Frau zum Labor, wurde Wort. Gut. Oh Gott! Als wir sahen, was mit dem Pfleger geschah, wollten wir ein Gegenmittel entwickeln und... Engels, bringen Sie Schlüter und Ihre Leute weg. Zeigen Sie ihnen die Dokumente. Natürlich. Folgen Sie mir, Dr. Schlüter. Moment! Sie können doch nicht... Bodewort, eliminieren Sie das Ding. Nein! Das geht nicht, das ist der Patient! Bodewort. Vor Jahrmillionen wanderten die großen Alten auf der Erde und nannten sie ihr eigen. Dann verschwanden sie in der Finsternis zwischen Sternen und kalter Unendlichkeit. Und doch beobachten sie uns in ihrem ewigwährenden Schlummer. Wehe dem Tag, an dem sie erwachen, um erneut ihre Herrschaft auszuüben. Nur wenige wissen von ihnen, und die meisten leben in Angst. Ihre Diener lauern in den Schatten und greifen nach uns im Raum zwischen Träumen und Wachen. Die Sphären anderer Welten brechen allzu schnell. Realität ist nur ein kurzer Wimpernschlag. Montag, 19. Januar 2009. 17 Uhr, Hamburg, im Institut für Ethnologie, Büro von Dr. Ernst Garner. Durch das Fenster tastete sich das graue Winterlicht. Notizzettel stapelten sich neben ungeöffneten Briefen auf dem einfachen Pressholztisch, wie sie zu Tausenden in der Universität zu finden waren. Der veraltete Computer war ausgeschaltet. Es herrschte absolute Stille. Dann bewegte sich wie von Geisterhand eine Büroklammer. Sie schwebte einige Zentimeter über der Schreibtischplatte, bog sich auseinander und flog auf das Schloss der Tür zu. Eine weitere Klammer gesellte sich dazu. Schlangengleich umtanzten sie sich im Schlüsselloch. Plötzlich sprangen sie heraus, bogen sich im Flug zum Schreibtisch zu ihrer ursprünglichen Form zurück und kamen an ihrem alten Platz wieder zur Ruhe. Los, Godewort, kommen Sie rein. Schnell, sonst bemerkt uns noch wer.
Überall sind Vorlesungen, Engels. Bleiben Sie locker. Uns wird schon keiner bemerken. Und wenn die Sekretärin doch hier ist? Ach was, alles geprüft. Ich bin ein Profi. Und das sollten Sie auch sein. Da hinten ist der Rechner. Machen Sie sich ran. Gut, schauen Sie sich so lange die Unterlagen durch. Nichts. Nur ein paar offizielle Briefe. Einladung zur Bronzezeitausstellung im Berliner Museum für nordeuropäische Kulturgeschichte. Unterschrieben von einem Heinrich Merlinger. Klingt verdammt langweilig. Wie sieht's bei Ihnen aus? Passwort geschützt. Ich brauche hier eine Weile. Gehen Sie lieber zur Tür und schließen Sie wieder ab. Sonst merkt dieser Ghana noch was. Ist gut. Ich bin drin. Sehr gut. Beeilen Sie sich. Ich habe sein Tagebuch. Und hier, Königskrug. Ich kopiere die Daten. Sie müssen noch den Spion auf der Festplatte installieren. Ja, ja, mache ich gleich. Erstmal... Scheiße. Sagten Sie nicht, dass er eine Vorlesung gibt? Kommen Sie rüber. Schnell. In den Schrank. Ah, Frau Hanke. Haben Sie noch Fragen zur Vorlesung? Ja, tatsächlich. Warum sind Sie der Meinung, dass Klimabedingungen entscheidend für die Entwicklung neuer Ideen waren? Frau Hanke, das können Sie doch selbst nachlesen. Oder Sie haben Geduld bis nächste Woche. Da werde ich dann ausführlich darüber sprechen. Und können Sie mir vielleicht eine Literaturempfehlung geben? Schlagen Sie bei Ludwig Giesmann nach. Abhängigkeit von Modernisierungen und Klimawandel. Vielen Dank. Also dann, bis nächste Woche. Bis dann. Was wollte ich noch gleich? Ach ja, letzter Satz zu Market Aton. Die Träume haben aufgehört. Doch immer wieder ertappe ich Market Aton, wie sie mich beobachtet. Ihre Augen, ihre tiefen, dunklen Augen, als würde sie mich studieren. Die Katze ist mir unheimlich und fasziniert mich zugleich. In ihrer Nähe fühle ich mich sicher und voller Ehrfurcht. Ich... Dr. Ernst Ghana? Oh, geht es hier gut? Was? Ich bin unterwegs. Er ist weg. Los, helfen Sie mir raus. Wissen Sie, Engelchen? So nah waren wir uns bei einem Einsatz noch nie. Wie wäre es mit deinem Du? Schnauze, gute Wort. Sonst ziehe ich die Handschuhe aus. Ist ja gut. Irgendwann finde ich noch raus, worauf sie stehen. Und was haben Sie dann davon? Sie werden mir dann verfallen. Chauvinist. Vielleicht sollte ich das melden. Wenn ich recht darüber nachdenke, sind Sie doch nicht mein Typ. Besser so. Installieren Sie lieber den Spion auf der Festplatte. Dann hauen wir ab. Okay. Ach, irgendeine Ahnung, von was Ghana gesprochen hat? Über die Katze? Der Kerl ist ein Muschi-Fan. Gute Wort. Was weiß ich? Merken und dem Chef erzählen. Gut. Montag, 19. Januar 2009, 18 Uhr, Neurologie und Neurozentrum Hamburg, Raum 113. Dr. Fosswinkel, bitte in OP 3. Traurig betrachtete Dr. Jansen die junge Frau.
Sie lag jetzt schon 3 Jahre im Koma. Und anstatt einer Verbesserung ihres Zustands wurde er immer schlechter. Und doch hatte es den Anschein, dass Lisa Garner nur schlief. Ihr blasses Gesicht mit den braunen, kurzen Haaren wirkte so verloren in den großen, weißen Krankenhauskissen. Der Arzt seufzte. Sein Team und er hatten alles versucht, um die junge Frau ins Leben zurückzuholen. Aber Lisa wollte nicht aufwachen. Der Verkehrsunfall war zwar schwerwiegend gewesen, aber alle körperlichen Wunden waren längst verheilt. Selbst die Gehirnblutung stellte kein Problem mehr dar. Und doch wachte die junge Frau nicht auf. Und seit heute hatte sie aufgehört, selbstständig zu atmen. Warum willst du nicht mehr aufwachen, Lisa? Herr Dr. Jansen, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ah, Herr Garner. Geht es ihr wieder besser? Was ist überhaupt passiert? Und warum jetzt? Beruhigen Sie sich erst einmal. Wir haben ja alles wieder unter Kontrolle. Wirklich? Ihre Schwester hat urplötzlich das Atmen eingestellt. Sie wurde jetzt an die Maschine angeschlossen. Aber warum? Warum passiert das jetzt? Sie sagten doch, dass Ihr Zustand stabil sei. Ehrlich gesagt, wissen wir es nicht. Aber... Herr Garner, wir sprachen bereits darüber. Sie... Ja? Also, Sie müssen sich darauf gefasst machen, dass Ihre Schwester stirbt. Aber sie ist doch gesund. Ja, ihre Werte sind gut, weil die Maschinen sie in einem stabilen Zustand halten. Aber das plötzliche Aussetzen des Atems ist ein Zeichen, dass ihr Körper seine Grundfunktionen einstellt. Nein! Vielleicht war der Gehirnschaden zu groß. Ich... Würden Sie Lisa und mich einen Moment allein lassen? Natürlich. Wenn Sie noch Fragen haben, dann lassen Sie mich von einer der Schwestern rufen, ja? Ja, das werde ich. Eine Hebamme bitte zum Kreißsaal 2. Lisa, ich weiß, dass du nicht aufgibst. Du musst kämpfen. Was kann ich nur tun, um dir zu helfen? Oh, hoppla. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich wollte nur schnell die Bettwäsche wechseln. Schwester Katrin. Danke, also Schwester Katrin. Ich wollte eigentlich kurz alleine mit Lisa sein. Oh, entschuldigen Sie, ich bin schon weg. Unterhalten Sie sich ruhig mit ihr. Das tut ihr gut. Als ihr Zustand noch besser war, hat sie auch manchmal geantwortet. Wie? Was hat sie denn gesagt? Ach, nichts Deutliches. Wie wenn jemand im Schlaf spricht. Was sagte sie denn? Ich habe da nicht so genau drauf geachtet. Bitte, es würde mir viel bedeuten. Nun, lassen Sie mich überlegen. Es war recht undeutlich, eher Wortfetzen. Einmal sagte sie Quelle, Sekret und dann Barco wandelt. Nein, das ist unmöglich. Ihrer Schwester wird es gewiss bald besser gehen. Sie müssen Vertrauen haben. Vertrauen, ja. Ja, Sie haben recht. Ich muss los. Zu Alfred. Sicher, gehen Sie nur. Lisa ist hier in den besten Händen. Lisa, ich bin bald wieder da. Bis zum nächsten Besuch, Herr Garner. Ja, natürlich. Barco wandelt. Teufel auch. Ach, Lisa. Der Magier wird seinen Platz im Gefüge der Zeitalter einnehmen. Niemand kann sein Schicksal beeinflussen. Auch du nicht. Währenddessen in der Bronzezeit-Ausstellung im Berliner Museum für nordeuropäische Kulturgeschichte. Das Blitzen der Fotoapparate zerriss das Halbdunkel des kleinen Raumes, in dem die Ausstellung zur nordeuropäischen Bronzezeit aufgebaut war. In der Mitte, hinter einer Absperrung, stand ein Sarkophag. Die Grabplatte war halb geöffnet. Verdorrt und ausgemergelt lag der Körper einer Frau auf den Stein gebettet. Davor befand sich eine Lache dunkelroten Blutes. 2 Tatort-Spezialisten hockten vor dem Sarkophag und untersuchten den Tatort. Seltsam. Nach dem Blutverlauf wurde das Opfer gleich neben dieser Mumie aufgeschlitzt. Aber wo ist das Opfer? Bei dem Blutverlust kann es nicht weit gekommen sein. Es sei denn, es konnte fliegen. Was gibt's denn hier zu lachen? Entschuldigung, Frau Böhmer. Irgendwelche Fortschritte? Haben Sie die Nachtwächterin schon gefunden? Nein, leider nicht. Nur diese andere Frauenleiche. Die ist völlig vertrocknet. Eine Frau mit schweren Wunden.
Die gehört aber nicht zu dem Sarkophag, oder? Nein, die Kleidung ist viel zu modern. Wir haben ein eingenähtes Logo der Modekette gefunden. Die Kleidung ist von 2007. 2007? Das macht doch keinen Sinn. In der Tasche der vertrockneten Leiche haben wir Dokumente gefunden und jetzt wird's wirklich verrückt. Ja? Das handelt sich um ein schwedisches Dokument, ausgestellt von der Universität Göteborg. Was steht drin? Das Blut hat das Papier ziemlich verunstaltet. Ich konnte Sandsjöbacka oder Sandsjöbacka entziffern. Sagt Ihnen das was, Kommissarin? Das ist ein Naturschutzgebiet unweit von Göteborg. Gehen Sie dem nach. Natürlich. Das Blut gehört aber der vermissten Nachtwächterin? Ja, davon gehen wir aus. Wie es aussieht, hat sie sehr viel Blut verloren. Mhm. Wir haben ansonsten keine Spuren finden können. Aha. Die Museumstore waren verschlossen. Es gibt keine eingeschlagenen Fenster oder aufgebrochenen Türen. Nichts, was auf die Anwesenheit einer weiteren Person schließen ließe. Verstehe. Kameras? Die Kameras aus dem Sicherheitsraum haben den technischen Defekt. Das klingt doch sehr hausgemacht. So scheint es. Anders könnte ich mir nicht erklären, warum sie um Mitternacht eingefroren sind. Eingefroren? Es bildeten sich Eiskristalle und dann hat die Elektronik aufgegeben. Wir konnten noch Eisreste sicherstellen. Das ist alles. Ich hab irgendein Licht, was aus diesem Raum kam. Was meinen Sie damit? Eine Lichtquelle. Vielleicht eine Taschenlampe. Und die Blutlache. Wo führt die hin? Zum Sarkophag. Aber der Ende zu hoch. Drinnen ist nichts. Gar nichts? Nur etwas Blut. Und natürlich diese ausgetrocknete Frauenleiche. Wenn das Frau Ravels Blut ist, dann ist sie tot. Das haben wir auch hier schlussfolgert. Sonstige Spuren? Wir haben hinter dem Sarkophag eine Braunüle und zwei Nadeln gefunden. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Dann holen Sie sich einen Experten, der Ihnen hilft. Und finden Sie die Nachtwächterin. Wer so eine riesige Blutlache hinterlässt, der kann nicht spurlos verschwinden. Bisher konnten wir sie nicht finden. Dann machen Sie gefälligst eine Extraschicht. Suchen Sie jeden verdammten Zentimeter des Museums ab. Diese Frau Ravel kann sich ja wohl nicht in Luft aufgelöst haben. Oh, die hat mal wieder eine Laune. Ich wünschte, Schäfer hätte nicht im Lotto gewonnen. Dann wäre uns diese Zimtzicke erspart geblieben. Oder sie hätte sich von Kiel lieber in irgendein Provinznest versetzen lassen sollen. Und nicht zu uns nach Berlin. Hör auf zu quatschen und hilf mir lieber. Sonst kriegen wir nur wieder Ärger. Ist gut. Im Museum ist Rauchen verboten. Na, toller Fall. Ich werde im Revier lachen, die sich kaputt, mich in eine Nordeuropa-Ausstellung geschickt zu haben. Warum wird in einer Ausstellung voller Ramsch jemand ermordet? Hier gibt es nicht mal schöne Urnen. Krieger tanzen darauf oder kämpfen mit wilden Tieren. Unheimliche Bemalung. Diese Blitze aus den Wolken wirken wie Tentakel. Oh, nicht erschrecken, Verzeihung. Bei dem Abbild dort handelt es sich in der Tat um Blitze. Sie symbolisieren in ihrer rundlichen organischen Form nur die Natur. Wir fanden das Gefäß unweit des Sarkophags. Verstehe. Und Sie sind? Heinrich Merlinger. Ich bin der Direktor des Museums für nordeuropäische Kulturgeschichte. Kommissarin Ines Böhmer. Ich würde Ihnen ja gern die Hand reichen, aber ein Unfall vor einigen Jahren. Amputation, Sie verstehen? Natürlich, das tut mir leid. Ach, ich habe gelernt, mit einer Hand zu leben. Ja. Ich habe einige Fragen. Das habe ich mir gedacht. Schreckliche Sache. Gewiss. Es ist doch sicherlich kein Mord, oder? Ich meine, womöglich hat sich ein Vandale nur einen Scherz erlaubt. Ein Scherz? Und eine vertrocknete Frauenleiche in den Sarkophag gelegt? Oh Gott, was ist mit Frau Ravel passiert? Nein, das ist jemand anderes. Ich verstehe nicht. Zumindest glauben wir das. Was das Blut angeht, dem Test der Tatortspezialisten nachzuurteilen, handelt es sich bei der Pfütze um menschliches Blut. Herr Merlinger, wer hat das Blut gefunden? Und wann war das? Das war ich. Heute. Das war um 5:30. 17:30. Montags ist das Museum zwar geschlossen, aber ich gehe jeden Abend durch die Räume, bevor die Nachtwächter ihre Arbeit beginnen. Am Montag ist sonst nie jemand da. Der Bronzezeitausstellung war ich sogar zuerst. Immerhin werben wir mit dem Fund schon seit Wochen.
Ich habe sofort angerufen, als ich die Blutlache gefunden habe. Verstehe. Ich habe nicht mal in den Sarkophag geschaut. Frau Ravel hatte nicht alleine Dienst, oder? Nein, Herr Kosnitsch war auch im Museum. Kosnitsch? Ja, er ist Russe. Boris Kosnitsch ist sein Name. Der Name kommt mir so bekannt vor. Wie bitte? Ist dieser Kosnitsch noch im Haus? Nein, leider nicht. Ich habe aber in meinem Büro seine Adresse. Wenn Sie wollen, kann ich sie Ihnen raussuchen. Ja, ich bitte darum. Dann folgen Sie mir, Frau Kommissarin. Montag, 19. Januar 2009, 19 Uhr, im Büro von Dr. Alfred Wagner, Historisches Seminar, Hamburg. Garner marschierte in Wagners Büro auf und ab. Das war ein kleines Kunststück, da sich an jeder nur erdenklichen Stelle des Bodens Bücher und Kopien stapelten. Sein bester Freund studierte derweil aufmerksam einen Brief. Also, ich verstehe ja, dass du aufgeregt bist, weil dir deine Schwester, also... Redet, Alfred. Sie hat gesprochen. Ja, genau. Sie sagte, Balko wandert. Balko wandelt? Oder so. Jedenfalls ist mir das irgendwie klar. Aber warum müssen wir sofort nach Berlin? Was hat dieser Brief hier damit zu tun? Da steht nur was von einer Ausstellung. Und warum das Ganze vor dem Abendessen? Wegen Sansjöbaka. Wie bitte? Im September 2007 war ich doch bei dieser Ausgrabung in Sansjöbaka. Das ist in der Nähe von Göteborg. Oh, das war die mit dem Todesfall, oder? Ja, genau. Die Göteborger Universität hatte mich damals eingeladen, einige Zeichen auf einem Hügelgrab zu entziffern. Und was hat das nun mit Balko zu tun? Balko war ein Häuptling aus der späten Bronzezeit und... Der wandelt? Noch ein Geist? Ernst, ich bin froh, dass wir die Geschichte im Lewke-Haus überlebt haben. Und dann die Sache im Zug. Ich habe den Brief heute früh auf meinem Schreibtisch gefunden. Mein Hiwi hat ihn wohl hingelegt. Ha. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Funde der Sansjöbaka-Ausgrabung zu einer Ausstellung gebracht wurden. Ach. Wenn dem so ist, sollten wir schnellstens zu diesem Mehrlinger fahren. Und warum rufst du ihn nicht einfach an? Erstens, er ist nicht zu erreichen. Und zweitens, was soll ich ihm bitte sagen? Passen Sie auf, ein über 3000 Jahre alter Kriegshäuptling namens Balko könnte durch ihre Ausstellung wandeln. Naja. Los, wir fahren nach Berlin. Ich will dich als Verstärkung dabei haben, damit der Museumsdirektor mich nicht für verrückt erklärt. Und was ist dann eigentlich bei der Ausgrabung genau passiert? Sag ich dir auf der Fahrt. Auf leeren Magen. Oh, Alfred, komm jetzt. Ja, ja. Zur selben Zeit, Berlin-Lichtenrade, Barnettstraße 21, Wohnung 413. Der Wind ließ einige Zeitungsseiten durch die Luft flattern. Staub tanzte im Sonnenlicht und kam auf dem einsamen Sofa im Raum zur Ruhe. Die Tapete schillerte in einem ungesunden Grün. Schimmel rankte sich an der längst verblichenen Bordüre. Es war kalt. Und irgendwo in der Zwei-Zimmer-Wohnung tropfte es aus einer Leitung. Keiner da? Läuten Sie noch mal, Brecht. Wird ja Macht, Frau Kommissarin. Na dann, wir haben einen Durchsuchungsbefehl. Da gehen wir rein. Öffnen Sie die Tür, ich gebe Ihnen Rückendeckung. Na denn. Ah.
Das hier ist wohl das Wohnzimmer. Ziemlich spärliche Einrichtung, nur Sofa und ein Tisch mit Telefon. Gehen Sie zur Küche, ich schaue mich im Schlafzimmer um. Ist gut. Hier ist nichts. Alles kaputt. Hier hat nie jemand gewohnt. Das ist alles völlig verlassen hier. Scheiße, der Kerl ist schon lange weg. In der Küche tropft der Wasserhahn. Und im Waschbecken ist das Wasser sogar gefroren. Das Wohnzimmer sieht aus, als sei es seit Wochen nicht mehr benutzt worden. So viel zur scheinbar unbewohnten Wohnung. Eine Telefonrechnung wird wohl gezahlt. Soll ich mal rangehen? Auf gar keinen Fall. Das Gerät hat einen Anrufbeantworter. Hören wir doch mal, wer das ist. Привет, liebe Polizei. Ich weiß, dass Sie in meiner Wohnung sind. Seien Sie doch so freundlich und nehmen Sie den Hörer ab, damit ich mit Ihnen sprechen kann. Sie haben sicher viele Fragen. Wie? Nun kommen Sie schon. Dabei. Keine falsche Scheu. Gut. Wollen doch einmal sehen. Ja. Warum sollte ich? Wer sind Sie? Boris Kosnitsch, Wachmann im Museum. Wo sind Sie, Herr Kosnitsch? Wir haben einige Fragen an Sie. Fragen Sie mich hier. Was wollen Sie wissen, Gasparda Polizistin? Ich will wissen, wo Sie sind. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Brecht. Sie sagen mir, lassen Sie den Anrufer folgen. Dann sage ich Ihnen, wo ich bin. Da? Kommissarin Böhmer. Wo sind Sie? Hier ist Einsatzgruppe da, 77. Ich bin gar nicht so weit weg. Überprüfen Sie den Anschluss der Wohnung Nummer 4. Ich bin im selben Haus. Geht es auch genauer? Nicht. Wo bliebe dann der Spaß? Was haben Sie mit Frau Ravel gemacht? Ravel? Ich nicht. Aber auf gewisse Weise bin ich für Ihren Tod verantwortlich. Warum? Haben Sie der Frau etwas angetan? Gasparda Böhmer, Sie hören mir nicht zu. Ich habe Ravel nicht umgebracht. Eben sagten Sie noch, Sie wären dafür verantwortlich. Halten Sie ihn. In gewisser Weise, in gewisser Verstärkung ist unterwegs. Gut. Wie ist Ihr Vorname, Gasparda Böhmer? Das hat nichts mit dem Fall zu tun. Wo ist Ravel? Das hat sehr wohl etwas mit dem Fall zu tun. Also. Ines. Was ist mit meiner Frage, Kosnitsch? Ich werde mit einer Gegenfrage antworten. Kennst du Juran Dakoschna? Wen? Nun, du musst ihn nicht kennen. Er ist schon seit einigen Jahrhunderten tot. Aber er war ein großer Wanderer. Von Ägypten bis in den kalten Norden ist er gereist und er hat seine störenden Siegel überall hinterlassen. Was hat das mit Ravel zu tun? Alles und nichts. Dagoschna ist der Grund für all dies. Aber den Mord hat auch er nicht begangen. Das muss ich ihm zugute halten. Mord? Wie verdammt haben Sie Ravel getötet? Was ist mit der vertrockneten Leiche und warum haben Sie keine Spuren hinterlassen? Weil ich Ravel nicht getötet habe. Du hörst nicht zu, Ines. Ich habe lediglich den Mörder geweckt. Den Rest hat man Marco erledigt. Marco? Wer soll das sein? Ich werde dich ihm vorstellen. Nehmen Sie das Messer von meinem Hals. Nicht. Lassen Sie lieber die Waffe fallen. Artig. Wir werden uns jetzt davon machen. Dabei. Meine Kollegen werden Sie fassen, wenn Sie sich jetzt stellen und kooperieren, dann... Wir waren doch beim Du, Ines. Du gefällst mir. Lassen Sie mich sofort los. Du sollst mich doch duzen, Ines. Es ist wohl Schicksal, dass ihr sah, wie du zu meiner Wohnung kamst. Sehr praktisch. Er mag Frauen einfach lieben. Wer? Komm mit, und sonst lasse ich mir noch etwas für dich einfallen. Und glaub mir, meine Fantasie ist mannigfaltig.
Montag, 19. Januar 2009, 20 Uhr auf der A24 nach Berlin. Verdammt. Mein Wagen kann nicht schneller. Nun beruhig dich doch mal. Beruhigen? Es stehen Menschenleben auf dem Spiel. Komm, den LKW, da kannst du überholen. Ich fahre. Erzähl du mir lieber, wie das nun in The Sensory Parker war. Na gut. Also, es war Ende September 2007. Aha. Ich hatte eine Einladung von Dr. Dharma Paulson erhalten. Mhm. Sie hat damals als Ur- und Frühhistorikerin der Universität Göteborg die Ausgrabung in Sansjöbacka geleitet. Von der habe ich schon gehört. Ich glaube, sie war 2005 bei der Ring-Vorlesung. Kommunikation in Nordeuropa von der Frühzeit bis zur Moderne. Genau diese. Paulson hat eine Ausgrabungserlaubnis erhalten und alles in die Wege geleitet. So, so. Sie hat gehofft, dass ich ihr als Ethnologe bei der Entschlüsselung mancher Zeichen behilflich sein könnte. Aha. Ich habe mich natürlich über die Gelegenheit gefreut, meine theoretischen Kenntnisse im praktischen Feld einzusetzen. Verstehe. Pass doch auf! Menschenskinder, ich möchte lebend ankommen. Du bist ein schrecklicher Beifahrer. Wir hätten lieber mein Motorrad nehmen sollen. Auf diese Todesmaschine bringen mich keine 10 Pferde. Und ich dachte, du hast es, auf ihr zu fahren. Na, in diesem Fall hätte ich eine Aus... Erzähl lieber weiter. Gut. Also, Paulson war davon überzeugt, dass es unter dem Hügelgrab eine Kammer gebe, in der der berühmt-berüchtigte Häuptling Barko zu finden sei. Aha. Sie hatte auf verschiedenen archäologischen Funden Hinweise über ihn gefunden. Wofür war er denn berüchtigt? Naja, nach den Aufzeichnungen muss Barko ein ziemlich düsterer Häuptling gewesen sein, der auch schon mal seine eigenen Leute brutal niedermetzelte, auch Frauen und Kinder. So, so. So wagte es keiner, einen Aufstand zu proben. Steh. Und es heißt, dass er seine Gefangenen bei lebendigem Leib verspeist habe. Oh mein Gott! Das Grab selber befand sich auf einem kleinen Hügel. Als ich die Stelle am späten Nachmittag erreichte, waren zwei Personen dabei, ein Loch zwischen den Steinen zu graben. Der große Findling, der normalerweise bei einem solchen Grab über dem Toten liegt, war schon mit Hilfe eines kleinen Krans zur Seite geschafft worden. Wenn das nicht Herr Dr. Garner ist... Moin, moin, Frau Dr. Paulson. Schicke Maschine. Ja, sie ist nicht ganz einfach zu bedienen. Neu unter den Motorradfans? Die Maschine ist von meiner Schwester. Ich habe sie nur geliehen. Ach, das Wetter ist ja auch perfekt dafür. Ich habe keinen anderen fahrbaren Untersatz. Und es war günstiger, mit dem eigenen Fahrzeug die Fähre zu nehmen, als ein Auto zu mieten. Also... Ach, das kann ich gut verstehen. Willkommen auf meiner Ausgrabungsstätte. Herzlichen Dank. Sie kommen gerade richtig. Wir haben eine Grabplatte gefunden und wollen sie gleich anheben. Frau Paulson, ich wäre jetzt soweit. Gut, ich komme gleich. Das dort im Kran ist Rudolf Siemers, ein Student aus meinem Seminar. Ziemlich wenig Personal. Die Universität hat nicht viel Geld. Ich bin froh, dass die Ausrüstung überhaupt finanziert wurde. Herr Siemers hilft mir freiwillig. Freiwillig? Nun ja, es gibt einen Projektschein. So, so. Na, nun kommen Sie aber. Das dürfen wir auf gar keinen Fall verpassen. Es kann losgehen. Alles klar. Noch ein bisschen nach links. Vorsichtig. Vorsicht! Ja, so ist's perfekt. Gut so. Komisch. Die Luft da unten riecht muffig. Nach so langer Versiegelung hätte ich etwas anderes erwartet. Und? Ist was zu sehen? Guten Tag. Noch nicht. Holen Sie mir bitte die Leiter und eine Taschenlampe? Ja, auch einen Spaten. Lassen Sie den einfach hier in Griffweite stecken. Ja. Vielleicht brauchen wir den noch. Mach ich. Etwas dagegen, wenn ich Sie begleite? Aber gerne. Es wäre mir eine Ehre. Mir auch. Sehr sogar. So. Hier ist die Taschenlampe. Spaten steckt gleich
hier vorne. Danke. Lassen Sie vorsichtig die Leiter runter. Ich will auf gar keinen Fall etwas beschädigen. Frau Paulson, wie erklären Sie sich die Kammer unter diesem Hügelgrab? Das ist doch recht ungewöhnlich für die bronzezeitliche Bestattungsform, oder nicht? Bei Barco haben wir es ja auch nicht mit einem gewöhnlichen Häuptling zu tun. So? Wenn ich mir die Fundstücke aus seiner Zeitepoche in dieser Region anschaue, muss er im Vergleich zu anderen Stämmen eine ganz andere Religion ausgeübt haben. Ach. Womöglich sind damit auch die Bestattungsriten anders. Ich bin gespannt, was wir finden werden. Nach Ihnen. Danke. Ziemlich feucht hier unten. Womöglich ist Wasser in die Grabkammer eingedrungen. Klingt logisch. Hier sind nur Lehmwände und diese Urne. Die hat vermutlich die sterblichen Überreste enthalten. Zum Ende der Bronzezeit wurde das immer üblicher. Allerdings ist noch kein Urnengrab so weit nördlich gefunden worden. Ich hatte mir mehr erhofft. Frau Paulson, sehen Sie doch, da geht ein Gang weiter ins Innere. Erstaunlich. Sie haben recht. Los, kommen Sie. Kommen Sie. Ja, ja, ich bin direkt hinter Ihnen. Oh, jetzt sehen Sie sich das an. Oh. Kerzenhalter. Ein weiterer Raum. Ein Steinsarg. Rundherum sind Kerzenhalter angebracht. Kerzenhalter in der Bronzezeit? Merkwürdig. Ich schaue mir das mal genauer an. Ja, ja. Diese Zeichen auf der Grabplatte. Fantastisch. Und in der Mitte, dieses große, runde. Sieht aus wie ein Tonwappen. Es ist gebrochen und... Frau Paulson? Nicht jetzt. Sie werden es nicht glauben. Das Wappen auf der Grabplatte, das sieht aus wie ein Auge. Wie bei den Ägyptern. Re oder so. Frau Paulson, hier sind noch Kerzenreste in den Haltern. Kommt Ihnen das nicht komisch vor? Eisenhalter? Genau. Und warten Sie. Ja, das gibt es nicht. Hier schauen Sie sich mal eine der Kerzen an. Die Unterseite. Lateinische Schriftzeichen? Das ist das Logo eines Discounters. Aber, das kann doch... Nein, das ist unmöglich. Wie... Ich glaube, Sie sind hier einem ziemlich schlechten Scherz aufgesessen. Nein, das darf nicht sein. Ich muss Klarheit haben. Ich muss... Das Ding rührt sich nicht. Lassen Sie es. Das ist doch zwecklos. Irgendwelche Spinner haben hier... Zum Teufel! Sie können doch nicht einfach den Sarg beschädigen. Ich muss Klarheit schaffen. Jetzt beruhigen Sie sich erst einmal. Jetzt können wir die Platte verschieben. Helfen Sie mir. Nein! Wir sollten lieber versuchen, den Sarg von oben herauszuholen und in einem Labor zu öffnen. Die Luft könnte den Leichnam... Nein. Das ist mein Fund. Niemand wird ihn mir wegnehmen. Niemand! Verdammt! Was haben Sie angerichtet? Überall ist Staub. Nein, Nebel. Ich habe ihn gefunden. Es ist so kalt. Barco, endlich. Sie geben dem Leichnam der feuchten Luft preis, Sie Idiotin. Er ist vollständig. Sehen Sie nur. Die Rüstung, die Grabbeigaben und... Was ist das denn? Was... Oh mein Gott. Was ist mit seinen Händen? Die Unterarme enden in metallenen Krallen. Grauenhaft. Die roten Augen. Grauenhaft. Oh Herr im Himmel. Er schaut mich direkt an. Paulson, beruhigen Sie sich. Ich muss hier weg. Sie haben mich übergeschnappt? Das ist doch nur eine Leiche. Okay, schön. Die Hände sind ein wenig... Nein, das ist unmöglich. Die Augen... Was zum Teufel? Laufen Sie, Paulson! So, kommen Sie! Es muss irgendeine chemische Reaktion sein. Es
gibt sicher eine Erklärung. Sie haben geblutet. Er lebt. Reißen Sie sich zusammen. Das ist völliger Blödsinn. Nein, das... Los, Palzon, die Leiter, hoch, los! Herr Simos, was machen Sie hier unten? Schnell, hoch! Das denke ich nicht. Schön ruhig bleiben. Was zur Hölle? Verdammt, mach schon! Ich will raus hier! Los, zurück! Nein, bitte! Das können Sie nicht machen! Was soll das? Los, ran an den Sarkophag! Was haben Sie vor? Das Ding! Es stiert mich an! Also, ich konnte Sie nie leiden. Ich denke, ich verzichte auf Ihren Projekt. Nein! Sie Mörder! Das Ding, es umarmt Palzon. Woher kommt dieser ganze Rauch? Kalter Nebel. Und nun raus mit Ihnen. Warum? Was haben Sie vor? Irgendwer muss mir helfen, die Ruhestätte wieder zu schließen. Los, hoch. Nicht so schnell klettern. Ab zum Kahn. Nun gucken Sie doch nicht so bedrückt. Seien Sie doch froh. Jetzt wird der Häuptling wieder schlafen. Schlafen? Er durchbricht den kalten Nebel, wenn ich ihn mit der richtigen Formel rufe. Dann ist er bereit, durch seine Adern das Blut seiner Opfer umzuwandeln. In das Sekret des Erwachens. Von was reden Sie, Mann? Ewiges Leben. Was? Heilung aller Wunden. Wie bitte? Halten Sie einfach die Klappe. Ich kümmere mich um Baco. Hä? Schon mein Vater tat es. Was? Verstehen Sie? Ich... Dies ist eine Aufgabe, die von Generation zu Generation weitergereicht wurde. Als mein Vater starb, war es an mir, ein Opfer zu finden. Palzon lief mir geradezu in die Arme. Sie sind ein dreckiger Mörder. Sie perverser Wahnsinniger. Na, na, na. Ganz ruhig. Freund. Dann waren Sie und Ihre Familie das mit den Kerzen? So ist es. Der Kult des Klotus. Klotus? Sie wissen ja rein gar nichts. Baco ist ein Gefäß. Und ein Gefäß trennt ihn von seiner Seele. Damit er die fleischgewordene Quelle sein kann, verstümmelt, um ein Abbild Nekrons zu sein, dem Sohn von Klotus. Sie sind verrückt. Verrückt? Verrückt? Nein, dies ist die Zukunft. Mein Onkel hat dem Hexenmeister bereits gerufen, bald wird der dunkle Gott erwachen und das Gefüge der Zeitalter lenken. Oh Gott. Deswegen hast du mich nach Klotus und Nekron gefragt. Ja. Aber wie bist du da wieder rausgekommen? Ich ließ ihn erzählen. Wie so viele Verrückte hört er sich gerne reden. Vorsichtig war ich an den Spaten herangetreten. Oh weia. Die Dämmerung war auf meiner Seite. Jetzt musste ich schnell sein. Mit dem Mut der Verzweiflung trat ich die aufgehäufte Erde in Rudolfs Richtung, warf mich zur Seite und griff im Fall nach dem Spaten. Bleiben Sie stehen! Ich will gar nicht weg! Er ist bewusstlos. Teufel auch! Ich denke, damit ist dieser kranke Kult am Ende. Ich habe dann die Polizei gerufen. Rudolf kam erst wieder zu sich, als bereits sein Streifenwagen vor Ort war. Als er wieder erwachte, gab er sofort zu, mich umbringen zu wollen. Er hat mir sogar in Handschellen noch Verwünschungen zugebrüllt. Was war mit Palzon? Ich habe den Polizisten zwar gesagt, dass Rudolf die Ausgrabungsleiterin getötet hatte, von Baco habe ich jedoch nichts erzählt. Warum? Ich wollte nicht, dass sie auch mich gleich mitnehmen. Verstehe. Als die Polizisten hinabstiegen, fanden sie nur Palzons Blut in der Kammer. Was? Baco hat sie gefressen?
Wer weiß, der Sarkophag war allerdings leer. Aber die Polizisten fanden einen weiteren Zugang zur Grabkammer. Trotzdem blieb der Fall für die Beamten rätselhaft, auch wenn Rudolf den Mord zugab. Sie gingen von einem Komplizen aus, konnten aber niemanden finden. Simas? War nicht auch einer auf dem Lefke-Haus-Foto ein Simas? Ja, wie hieß er noch? Friedrich Simas, ja, der Onkel von Rudolf. Interessant, oder? Aha, irgendwie beunruhigend. Allerdings. Und Friedrich Simas hat... Und dieser Barco wandelt jetzt. Ja. Zumindest behauptet das deine Schwester. Ja. Nun gut. Sag mal ernst. Ja? Angenommen, es ist alles so, wie du vermutest. Und deine komatöse Schwester hat dir erzählt, dass eine 3000 Jahre alte Leiche im Museum auferstanden ist. Also, angenommen, dass dieser Barco wieder wandelt, dann muss doch auch jemand diese Beschwörungsformel oder was das ist gesprochen haben. Das heißt doch, dass irgendjemand... Wir haben einen mächtigen Unbekannten in diesem Spiel. Vielleicht lernen wir ihn bald kennen. Wir sind gleich da. Endlich. Montag, 19. Januar 2009, 21 Uhr, Berliner Museum für nordeuropäische Kulturgeschichte, Tiefgarage. Die Museumsinsel lag im Dunkeln. Auch in der Tiefgarage des Museums für nordeuropäische Kulturgeschichte flackerten nur vereinzelte Lichter der Neonröhren, als wäre es ein letztes Aufbegehren gegen die Finsternis. Mehrere Wagen standen wie vergessen auf den Parkplätzen der Angestellten. Plötzlich flutete Scheinwerferlicht von der Einfahrt herein. Habt ihr nicht so, Ines? Du verstehst doch sicher, dass ich dich nicht vor mir hätte sitzen lassen können. Wie sähe das denn aus? Eine mit den Armen auf den Rücken gefesselte Gasparja, Frau. Diese ganzen neugierigen Blicke. Du machst es mir aber auch nicht leicht. Können wir jetzt bitte? Ja, bisher war ich ja recht freundlich. Komm mit, du Miststück. Glaubst du an Gott? Wusstest du, dass eine Religion immer nur so stark ist, wie die Anzahl ihrer Anhänger? Da, das wusstest du sicher. Wie ist es aber mit den Göttern? Ist ihre Kraft an die Stärke ihrer Religion gebunden? Denn die Definition eines Gottes ist ein Wesen von allmächtiger Kraft. Dementsprechend übersteigt die Macht eines Gottes immer die Stärke seiner Religion. Ich hoffe, du weißt, was das bedeutet. Egal wie klein eine Sekte ist und wie unbekannt ein Gott, wenn er existiert, so ist sein Wirken allmächtig. Es ist nicht wichtig, dass viele ihn anbeten, es genügt manches Mal nur ein einziger, der dem Plan seines Gottes folgt. Es gibt tausende Religionen, bekannte und unbekannte, und hunderte von Göttern. Wenn aber alle allmächtig sind, wie unterscheiden sie sich? Ganz einfach, durch ihr Alter.
Keine Sorge, wir sind gleich da. Aber du sollst zumindest verstehen. Du kennst diese kalte Angst, wenn du durch die Dunkelheit gehst. Du weißt, dass du nicht allein bist, dass etwas sich in deinem Augenwinkel bewegt hat. Als Kind hast du es gespürt, hast es gesehen. Doch je älter du wurdest, umso besser lerntest du es, dich zu belügen, die Wahrheit zu verweigern. Nur manchmal erwachst du schweißgebadet, glaubst dich an etwas zu erinnern, etwas in deinem Traum, doch du kannst es nicht fassen. Das Einzige, was bleibt, ist das Grauen, eine Gewissheit, die dich nur schwer wieder einschlafen lässt. Die Religion, von der ich spreche, hat Götter, die älter als die Zeit selbst sind. Ihre Gegenwart ist überall spürbar. Sie ist die einzige Religion, die wirklich jeden durchdrungen hat. Die Angst vor diesem Wesen ist in uns, geschrieben in die Basenpaare unserer DNS. Wir wissen von ihnen und sie wissen von uns, doch sie schweigen bis zu jenen Tage, an denen sie erneut herrschen werden. So, wir sind da. Das Grab von Häuptling Barco, Jünger des Necron. Ich weiß wieder, woher ich ihren Namen kenne. Sie hatten irgendwas mit dem Levka-Haus zu tun. Ein erfolgloser Test des Magiers. Heute jedoch beginnt mein Triumph, die Glorie meines Genies. Machen Sie mich sofort los, Sie sind wahnsinniger. Du hast mich doch gefragt, wo Ravel ist, oder? Ja, aber... Wie gut deine Kollegen aufgeräumt haben. Siehst du den Sarkophag? Er ist leer. Meinst du? Nur vielleicht ist es gar kein Sarg. Ist nicht jedes Grab nur ein Loch, ein Türrahmen, ein Schlund in die Ewigkeit, sozusagen ein Tor ins Totenreich? Sie sind völlig verrückt. Nicht verrückt. Ich vermag hinter das sterbliche Bild des Diesseits zu blicken. Ja, Necron, Necron, Jagin, Jagin, Necron. Das ist unmöglich. Ja, Klotu. Ja, Necron, Necron, Jagin, Jagin, Necron, ja, Klotu. Das kann nicht sein, nein. Necron, Necron, Jagin, Jagin, Necron, Necron, öffne dich, öffne dich, entlasse den Dunst einziger Vorahnung in den Schoß dieser warmen Welt. Komm näher, Ines, und schau, komm! Nein! Sieh hin! Was siehst du? Oh Gott! Das ist die Nachtwächterin! Da! Überall Blut und... Der vermodete Leichnam ist Barco, wie zärtlich er Ravel im Arm hält. Was haben Sie getan, Sie perverser Leichenschänder? Warum die Schläuche und Fläschchen? Was ist das hier für eine Horrorshow? Show? Yes, Sir. Ein Schauspiel. Das, was du Realität nennst, ist das Schauspiel. Eine aufgeführte Lüge. Nun zeige ich dir die Wahrheit, Ines Böhmer. Nein! Doch, Ravels Blut fließt durch Barcos Adern. Es ist der Quell des Sekrets des Erwachens. Gebadet auf der anderen Seite des kalten Tores enthält das Blut die Macht der Ewigkeit. Was soll das alles? Verstehe, Ines. Das Sekret lässt Wunden heilen. Es ermöglicht Unsterblichkeit. Der Atem der Götter. Doch wie kleinlich ist der Geist, der glaubt, dass ich mich damit begnüge? Lass mich gehen. Bitte. In der richtigen Dosis erweckt es das lange schlummernde Erbe in jedem von uns. Auch in dir. Was haben Sie mit mir vor? Dein Blut soll Barco stärken, auf dass er es in das Sekret des Erwachens umwandelt. Nein, lassen Sie mich! Oh, sieh nur,
Er will dich umarmen. Shaggy. Noch ein Stück, Ines. Dann wird er dich küssen. Nein, ich... Osiris Jukbiruk. Jabmahajurek. Du Hure des Ordens! Marco! Nein! Ich konnte den Zauber unterbrechen. Du bist nur leicht geschafft. Fort! Renne nur! Fliehe! Ich hätte wissen müssen, dass der Orden dir auf den Fersen ist. Doch das Schicksal ist unausweichlich! Bald, Barco, bald wirst du Erlösung finden. Doch zuvor gehört dein Leib mir. Schon lange ist deine Seele getrennt. Dein Blut soll jedem aus den Tiefen seines Erbes die Erinnerung an die alten Herren bringen. Das Sekret wird die Gefäße der Higari erwecken und Diener um Diener erschaffen. Bis ans Ende. Ihr Necron, Necron Yagin, Yagin Necron, ihr Necron, Necron Yagin, Yagin Necron, ihr Necron, Necron Yagin, Yagin Necron, ihr Necron, Necron Yagin, Yagin Necron. Ende des ersten Teils. Die Sprecher und ihre Rollen waren Markus Raab als Alfred Wagner. Auf leeren Magen. Kai Schulz als Arzt Jansen. Beruhigen Sie sich erst einmal. Jack Ruler als Barco. Necron. Shagin. Shagin. Necron. Stefanie Preis als Chemikerin Schlüter. Was machen Sie in meinem Labor? Felix Würgler als Boris Kosnitsch. Heute jedoch beginnt mein Triumph. Birgit Arnold als Dharma Palzon. Willkommen auf meiner Ausgrabungsstätte. Michael Vogelmann als Direktor Merlinger. Ich verstehe nicht. Marco Ansing als Ernst Garner. Sie sind verrückt. Katja Pilaski als Erzählerin. Schimmel rankte sich an der längst verblichenen Bordüre. Verena Wolfin als Kommissarin Ines Böhmer. Was gibt's denn hier zu lachen? Michael Gerdes als MAP-Agent Jonathan Godewort. Ich bin ein Profi. Andrea Bannert als MAP-Agentin Engels. Halten Sie jetzt die Klappe. Joachim Klotz als Ortsstimme. Montag, 19. Januar 2009. 17 Uhr, Hamburg. Matthias Ubert als Patient Kranhold. André Schröder als Polizist Brecht. Das ist alles völlig verlassen hier. Chris Runte als Polizist Müller. Verstärkung ist auf dem Weg zu Ihnen. Philipp Bösand als Rudolf Siemers. Ewiges Leben, Heilung aller Wunden. Ulrike Köhn als Studentin Hanke. Können Sie mir vielleicht eine Literaturempfehlung geben? Sebastian Schmidt als Tatortspezialist 1. Das Blut hat das Papier ziemlich verunstaltet. Peggy Schütze als Tatortspezialistin 2. Oh, die hat mal wieder eine Laune. Und Laura Katharina Schmidt als Tavabet. Niemand kann sein Schicksal beeinflussen.
Jingle gesprochen von Martin Sabel. Ghana-Logo von Sven Matthias. Cover-Illustrationen und Layout von Marc Töbermann. Lektorat von Michelle Martin und Lilly Riad. Regie von Marco Ansing. Schnitt und Sounddesign von Meinhard Schulte. Skript von Marco Ansing. Das Sekret des Erwachens basiert auf der Kurzgeschichte Das Sekret von Marco Ansing, erschien in Verborgene Wesen, kryptozoologische Anthologie des Twilight Line Verlags 2009. Ein besonderer Dank geht an Lilly Riad, Merle Brose und Michael Gerdes für ihre Anmerkungen. Dr. Ernst Garner, Das Sekret des Erwachens, eine Produktion des Hörspielprojekts aus dem Jahr 2021.